Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Hellblade Senua's Sacrifice mit mir Level 4. Ja, im letzten Part haben wir das Abenteuer von Senua begonnen, die nach Helheim reist, um dort die Seele von ihres getöteten Verlobten Dillian zu befreien. Und wir sind gerade auf dem Weg zu Valraven. Wir müssen zwei Götter töten. Valraven ist einer davon, Surt ist der zweite. Denn wir müssen diese beiden Götter töten, damit wir nach Helheim gehen können. Ja, aber wir befinden uns noch weiter in Valravens Territorium und müssen erstmal zu ihm gelangen. Und hier sehen wir schon, uiuiui, hier tanzen wieder die Schatten überall herum. Das ist keine gute Stelle. Ich muss ein bisschen gerade meine Ausdauer achten. Ihr seht, ich bin am Rot am Pulsieren. Heißt, ich könnte gleich sterben. Da muss man ein bisschen aushalten, ein bisschen wegpushen. Und dann kann man zuschlagen. Aua! Ja, wir haben jetzt selber nur mit einem Gegnertypen zu tun, aber es wird natürlich noch andere geben. Ich muss ganz schön aufstehen. Steh auf, Baby! Jetzt sind wir gerade ein bisschen träger, weil wir schon ein bisschen angeschlagen sind. Wir müssen jetzt quasi ein bisschen aushalten. Aber jetzt sind wir wieder frisch drauf und können wieder weiter prügeln. Nice, ein Stein. Nächste. Ah, Sau. Bam, das war's. Okay, oh, das war's sogar wirklich. Komplett sogar. Okay. So, wir müssen da hinten hingelangen. Da kommen wir ja erstmal nur hier so lang. Da hinten ist auch schon ein neuer Runenstein. Den können wir uns gleich schon mal schön anhören. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir. And that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ja, die Nordmänner bzw. die nordische Geschichte ist halt, die machen es halt ein bisschen brutaler, wenn sie halt was, sogar Augenbrauen benutzen, um irgendwas zu bauen. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones. Head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry,
and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ja. Wissen wir immer, bekommen wir auch mal ein paar nette Informationen über Odin selbst. Aber mit Odin werden wir hier nicht viel zu tun haben. Sondern eher mit Hela. Die Tochter von Loki. Ja schon, naja, hier fehlt eine Brücke. Aber die wird natürlich nicht für immer fehlen. Ich finde das so geil, dieser Schlamm, der sieht so realistisch aus. Ich finde das so geil. Und das Spiel ist optisch echt ganz nett. Ist zwar nicht top-notch, würde ich sagen. Es gibt immer noch schönere Spiele heutzutage, aber es ist echt ein gut anzusehendes Spiel. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But she didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ja, wir bekommen durch die Stimme ein bisschen Hintergrundinformationen zu Senua. Und, naja. Ganz interessant. Aber wie komme ich jetzt gerade nicht voran, was ich gerade ein bisschen scheiße finde? Ah, hier geht's weiter. Okay, habe ich einfach Tomaten auf den Augen hier. Aber okay, machen wir weiter. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber da geht's weiter, okay. Nee, oder auch nicht. What? Oh, hier geht's nicht, Wege. Also es sieht eigentlich sehr, sehr klein, dass man da hoch könnte. Aber nö. Okay, weil springen kann man nicht. Zumindest nicht automatisch. Ich müsste ja eigentlich zu Valraven, aber die Brücke hier ist noch zu. Ich habe gedacht, durch diese Tür hier könnte man jetzt sehen, dass sie doch noch irgendwie da ist. Aber tatsächlich nö. Sich gerade. Aua. Okay. Jetzt ist die Brücke da. Ach, Herr Grau. Ach, Herr Grau. Ich habe mich auf das Falsche. Oder auf das Falsche geachtet. Na komm, weiter. Machen wir erstmal die Brücke runter, damit ich da auch mal lang gehen könnte.
Und ihr hört, die Stimmen sind wirklich immer da. Manchmal verstummen sie, aber hier gerade in solchen Stellen sind sie einfach stetig anwesend. Seht ihr? Dadurch werden es weniger. The Ravens. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. The Ravens helping. He's not helping. It's true. Get quiet, Dryden. Nothing. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Die Brücke ist jetzt auch da. Hier gibt es gleich ein lustiges Rätsel. Habe ich noch so im Kopf, das war ganz interessant. Gebannt. So, wir gehen aber erstmal, gucken uns erstmal noch um. So, also hier ist erstmal kein Durchkommen. Alles klar. Sehen wir mal schon, hier ist wieder ein hintes Tor. Und so ist der Weg offen. Und da bewegen wir uns nochmal hin. Weil Raven ist ja da oben. Aber erstmal Türchen auf. Und ich glaube, hier rechts gab es einen Stein. Nee, Quatsch, der war da oben, glaube ich, ne? Der Runenstein. Kommen wir auf jeden Fall gleich hin. Ah, hier war auch noch einer, genau. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Okay. Ja, deswegen wird Odin ja auch immer meistens als Einäugiger gezeigt. Und jetzt haben wir hier, kommen wir nicht weiter. Irgendwas fehlt uns hier, ne? Also wieder runter. Irgendwas fehlt uns da ja wieder. Weil hier kommen wir nicht weiter und wir haben es eben weggezaubert. Könnt ihr aber jetzt wieder zumachen, weil, warum nicht? Gab es aber nicht hier noch irgendwas? Ah ja, ich erinnere mich, da muss ich noch lang. Komm. Machen wir das mal wieder zu, damit ich übertreten kann. Und das hinten mache ich gleich auch noch. Das weiß ich am besten jetzt. So muss ich aber nochmal hier runterkraxeln. Das würde erstmal einen kleinen Umweg in Anspruch nehmen. Kann ich nichts machen. Hätte ich früher machen müssen, beziehungsweise früher sehen müssen, aber ich habe es leider übersehen. Tut mir leid. Aber das gehört auch so dazu. Das Spiel hat ein bisschen Backtracking, aber jetzt kein übles, krasses.
Wenn wir Balraven besiegt haben, müssen wir auf jeden Fall wieder den Weg halt zurück, wo wir angefangen haben. Aber das ist ja allgemein nicht allzu weit und ich finde es auch nicht allzu schlimm, weil wir hier mit einer schönen Gegend und einer schönen Stimmung beglückwünscht werden. Warte, wer das nochmal? Gab es nicht hier irgendwie was noch? Was kommt denn hier hinzu? Ich dachte, es würde noch was hinzukommen. Was ändert sich hier? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber... Komisch. Ich dachte, das würde was bezwecken. Bin ich gerade umsonst gelatscht. Tut mir leid. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber gucken wir uns gleich nochmal an. Zuerst will ich hier was bezwecken. So, jetzt ist das da oben ja zu. Da kann man jetzt endlich lang gehen. Und schwuppdiwupp. Das nächste, was wir weglöschen können. Das ist das letzte Stück. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schaffen könnte, wenn man das vorher gemacht hätte. Also wenn man das einfach schon vorgesehen hätte, dass es funktioniert. So. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill them. Yeah. Lord, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillion before her time comes? Okay. Da oben stand er gerade, der Balraven. Und hier ist auch der Ort, wo wir gegen ihn kämpfen müssen. Und für einen Meister der Illusion ist er ganz schön böse. Dass er nur mit Illusionen kämpfen sollte, ist er ganz gut mächtig hier. Kann ganz gut reinhauen. So. Was wir hiermit machen, Achtung, achtet da hinten. Ich müsste jetzt hier was tun. Hä? Vielleicht muss ich jetzt was anderes triggern. Wundert mich gerade, dass sich jetzt gerade nichts tut, aber okay.
muss ich zuerst dann so mal hinlatschen, zu sehen, dass es da nicht weitergeht. So. Hier geht's erstmal nicht weiter. Bla 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 bla. Das Ding da oben ist ja da. Okay. Also muss ich zuerst woanders lang gehen. Schon etwas länger her, dass ich es gespielt habe. Knapp einen Monat oder so. Gut, hier tut sich aber tatsächlich nicht viel. Okay. Aber jetzt gehe ich nochmal da oben hin und mal gucken, was sich dann verändert. Sollte sich irgendwas verändern. Keine Ahnung, warum es eben nicht getan hat, aber. Ich weiß es nicht. Hä? Wieso will das nicht funktionieren? Ach so, ich muss. Ah, okay. Jetzt weiß ich ja, was los ist. Ich muss erstmal wieder die Tür angucken, damit ich überhaupt irgendwas triggern kann. Aua. Aua, das war natürlich. Okay. Das ist durchaus meine Schuld. Okay. Jetzt habe ich auch eine Quest. We both see the darkness. We can fight it together. Ja, jetzt da der Ast erscheint. Okay. Ach Mensch. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Okay. Muss ein bisschen balancieren, muss tatsächlich aufpassen, sonst stirbt man tatsächlich. Oh, oh, oh! Nein. Okay. Alles klar. Und wir sind im Walravens Nest. Didn't end well in the wilds.
It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Und der erste Bosskampf mit Waldraven beginnt. Klingt schon mal gut an. Ah, shit. Zwei Schläge also immer. Steh auf, Baby. Au, ach. Ja, der Typ ist nicht ganz ohne. Mich ein bisschen ausweichen. Okay, oh, ganz schnell laufen. Ah, ich kann nicht laufen, gerade momentan. Ah, ich wollte... Alle ausweichen, ey. Alter! Ich habe gerade kein gutes Timing hier. Alter, ich krieg aber echt gerade auf den Sack hier. Was ist denn los hier? Warte. Ah, ich wollte ihnen auch nicht so eine Müsse geben. Ich habe eine Müsse bekommen hier. Alter, ich wollte gerade ausweichen. Wieso macht ihr es da nicht? Mensch, ey. Bisschen aushalten, damit ich wieder normal kämpfen kann. Ah, ficken. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Schade. Weiß mal, untertan von ihm. Bisschen zum Ausruhen für mich quasi. Oh, da kommt noch einer. Au, ich hab doch gerade auf den Typen achten. Das war gerade nicht so klug, die Idee. Ah, shit, ey. Okay, der ist weg. It's nearly over. Finish it.
Oh, war das eigentlich? Steh auf, Baby. Kann man auch auf ihn zurückschicken. Oh, er ist ja am Taumeln. Auch hier geschafft. Nice. Tja, Junge, jetzt läuft das halt nicht. Ach, scheiße, ich dachte, du wolltest was werfen. Steh auf, Baby. Nice. Ha. Das war das richtige Timing dafür eben. Ah, es war knapp. Oh. Ja, hätte ich abwehren können. Na egal. Und ran da. Ja, scheiße. Ah, fuck. Steh auf, 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 steh auf. In die Defensive gehen. Nice. Schade. War nicht gepackt. Ah, klar. Jetzt kriegst du aber auch einen Peter, du. Ach. Na, wenn man fokussiert, dann am Ende quasi mit Töten halt seine Leiste unten auf, wie man am Senuas Gürtel sieht. Das ist so ein Medaillon. Das sammelt sich quasi, wenn man Gegner tötet oder auf der Schlagserien macht. Und wenn man dann quasi fokussiert, dann gibt es quasi eine Art Bullet Time. Behind was nicht, aber trotzdem. Er merkt aber auch die Stimmen, die warnen uns quasi vor Gefahren. Das ist echt eine nützliche Sache. Er sagt immer wieder, die Stimmen sind nicht gerade optimistisch, was uns anbelangt. Lass mal die Typen finishen hier. So, komm jetzt mit Raven hier wieder. So. Na komm. Schade. Ich muss wieder fokussieren, damit ich die Typen überhaupt angreifen kann, weil ansonsten schlage ich ins Nichts hinein. Ah, ich wollte... Das wollte ich eigentlich machen. Jetzt bin ich eingegroovt, mein Freund. Ich möchte fokussieren eigentlich, aber ich habe gerade noch keine. Muss ein bisschen warten jetzt immer. Entweder muss ausweichen oder. Ah, shit.
muss den Fokus ein bisschen aufbauen. Jetzt kann ich wieder machen. Ah, das kann man nicht blocken. Sollte ich lieber nicht tun. Kein Fokus mehr. Scheiße. Dann kann ich es wieder machen. Das war's. Nice. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time. The mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Gesichtsanimation ist so geil. Sind Leute einfach drauf in Ninja Theory. Richtig gut. Die haben sogar eine Technologie rausgebracht, dass man quasi die Performance von einem Menschen halt so capturen kann, dass es halt in Echtzeit in der Spielfigur passiert. Und das haben die mal, glaube ich, in Live-Session gezeigt und das wurde auch tatsächlich, glaube ich, dann am Ende auch im Spiel verwendet. Und das ist echt richtig krass. Okay. Ich sehe aber auch gerade, dass meine Kamera gerade voll geworden ist, weswegen jetzt, das Picture-in-Picture weg ist. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber kann ich nichts machen. Aber wir sind jetzt hier auch quasi sowieso am Ende. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang gehen muss, ob ich jetzt da lang... Ich glaube, nee, davon kam ich, ne, aus der Richtung. Ja, ich muss in die Richtung gehen. Deswegen werde ich auch nicht mehr allzu viel machen hier. Weil die Zeit ist eigentlich sowieso schon drüber. Aber... Lass uns gerade noch hier noch ein bisschen durch die Gegend gehen. Und um den Part zu einem guten Abschluss zu bringen. Ein wichtiger Punkt, was gerade gesagt wurde, weil sie sieht das Gesicht ihrer Mutter halt überall. Und das wird auch gleich passieren, um das schon mal ein bisschen wegzunehmen. Und es wird nicht die einzige Stelle sein, wo wir das Gesicht ihrer Mutter sehen werden. Und der ist das erste Gesicht schon. Das war, als wir hier erst lang gegangen sind, noch nicht da. Was zu viel kann ich euch verraten. Mother. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld, the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess.
healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the blood. Like she's still watching over. She misses her so much. Das ist halt der Punkt. Sind das wieder psychische Sachen, die sie wahrnimmt, oder ist das alles doch wirklich ein Wunder? Aber ich glaube, wir wissen genau, was hier passiert. Und der neue Gegner ist da. Der Keulenfuzzi. Die halten ein bisschen mehr aus, aber auch nicht viel mehr. Oh, 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 das ist nicht gut. Ich glaube, die sind eher allergisch gegen die harten Schläge. Au. Oh, gut, dass das gerade eben ging. Ah, ist knapp. Eieiei, das war knapp. Senua! Der eine ist gerade durch Collateral Damage gestorben. Ist ganz gut. Ah, shit. Haut zu! Ja, wenn du abwehrst, muss ich halt hauen. Scheiße, das war dumm. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Das musste ich gerade abwehren. Keine Chance mehr, dem auszuweichen, weil ich gerade gehandicapt bin. Okay, jetzt sind wir normal. Oh, und ein Schildfuzzi, noch ein neuer Gegnertyp. Die muss man quasi wegtreten, den Schild, bevor man irgendwas machen kann. Und eigentlich nur in der Masse scheiße. Einzeln sind die ziemlich leicht. Genau, es geht um Sort in der nächsten Stelle. Könnt erstmal so erstmal ein bisschen hineingehen zu Sort und zu sehen, dass das eigentlich nicht viel anders aussieht bisher. Eben noch einen letzten Stein mit. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Ja. Und ja, das sind der Feuerriesen Muspel. Ich schätze mal, da begeben wir uns gerade hin, weil schließlich wollen wir Sword auf den Sack hauen.
Und da vorne sehen wir schon, ja, ist noch mal ein Gesicht ihrer Mutter. Das gucken wir uns noch an und dann bin ich im Part. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Ja, man merkt schon, es gibt Probleme mit dem Vater. Aber das wird eine andere Geschichte sein. Die wird zumindest heute nicht gelöst, sondern die werden wir uns anders mal angucken. Aber an der Stelle werde ich den Part. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Hellblade, Senua's Sacrifice mit Level 4. Tschüss.